Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Kakao-Kartentausch und zwar mit der Kikiko. Ich habe den Brief schon aufgemacht, die Karten auch schon gesehen, da ich am Sonntag eigentlich schon dieses Video gedreht habe. Und als ich es dann auf meinem Laptop gezogen habe und dann von meinem Handy gelöscht habe, war es dann nicht mehr auf meinem Laptop drauf. Und ja, deswegen hole ich dieses Video jetzt nach und ich habe deine Karten am Donnerstag war das, glaube ich, abgeschickt. Ich hoffe, sie kommen jetzt bald bei dir an. Und ja, sie hat, also wir haben 4 Kakaokarten getauscht. Sie hat mir aber eine Karte extra gemalt, weil sie bei einer Karte hinten den falschen Namen drauf geschrieben hat. Ist ja wirklich nicht nötig gewesen, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Und ja, wir lesen jetzt auf jeden Fall erstmal einen Brief. Hallihallo, Julie Bonnie. Ich hoffe, alle Karten sind heil. Und wie du sicher gemerkt hast, ist eine mehr dabei. Das ist, weil ich bei Kuro den falschen Namen drauf habe. Ich kannte außer Miku nun keine, aber ich hoffe, sie sind mir gelungen. Bis bald, liebe Kikiko. Tja, auf so einem süßen Sailor Moon Papier. Und ja, ich kenne Karten, wie gesagt, schon und die sind wirklich, also die sind dir wirklich sehr gut gelungen. Und ja, dann zeige ich euch die Karten jetzt auch. Miku Hatsune Nummer 1 von Kikiko für Julie Bonnie. Und die ist mega knuffig. Das ist so eine Baby-Miku Hatsune mit Windel. Die ist echt richtig knuffig. Ich leg das hier mal zur Seite. Dann ist das die Karte, die sie extra gemalt hat. Miku Hatsune Nummer 1 Elektroschock von Kikiko für Julie Bonnie. Und die finde ich auch, sieht mega hübsch aus. Tja. Dann Kuro Nummer 2 von Kikiko für Julie Bonnie. Und hier steht dann nochmal Ko. Die ist auch mega gut. Also ist dir mega gut gelungen. Dann haben wir hier Ko Nummer 3. Diabolic Lovers. Also aus Diabolic Lovers. Von Kikiko für Julie Bonnie. Und der sieht auch richtig cool aus. Von Diabolic Lovers ist immer noch Kanato mein Lieblingscharakter. Aber ich muss sagen, dass ich seitdem ich die zweite Staffel geguckt habe, also Diabolic Lovers Marblad, bin ich auch ein kleiner Co-Fan. Auch wenn Kanato bis jetzt noch mein Liebling ist. Tja, dann die letzte Karte, Jafar aus Magi Nummer 4. Und der ist auch richtig knuffig. Ich liebe ja Jafar. Und ja, das sind die Karten und der Brief. Tja, vielen, vielen Dank für den Tausch. Wie gesagt, ich hoffe, meine Karten sind schon angekommen. Wenn ich sie am Donnerstag abgeschickt habe, müssten sie eigentlich heute schon da sein. Und wenn nicht, hoffe ich, dass sie dann am Montag kommen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.